Sie haben das, was ich will. Holen Sie doch raus. Hm, mach schnell. Das kitzelt jetzt ein bisschen, aber das merkst du schon nicht. Du merkst mich ja nicht mal. Beeilung, na los doch. Ich habe ihn gewarnt. Ja, das habe ich. Alles okay bei dir? Ja, alles klar. Wir können weiter. Wirklich, die Luft ist rein. Wie hat sie das geschafft? Sie ist die Königin. Ja, ja. Auf in die Stadt. Wie tief das Wasser hier wohl ist? Sedgwick, kommst du? Ja, doch. Wie ist der Plan? Sollen wir uns etwa alle unter Rinis Mantel verstecken? Wir nehmen den Weg durch die Kanalisation ins Tal der gefallenen Götter. Da wohnt Shana? Toll! Die Sucher werden sich sofort auf uns stürzen, sobald wir die Brücke betreten. Darum werde ich zur Ablenkung eine Bombe werfen. Kommt mit! Das ist doch verrückt. Komm schon, Noah. Hinterher. Wen meinst du? Ich bin Sedgwick. Na komm. Bombe tickt. Müsste sie nicht... Psst. Ach du... Psst. Scheiße. Hab's doch gleich gesagt. Und nun? Noah wollte immer, dass ich schwimmen lerne. Hol ich nach, versprochen. Mit ohne Schirm würde ich da nicht runterspringen. Mit Schirm sollst du das auch nicht machen. Wieso interessiert dich das? Du bist doch nicht mein Bruder. Leute, helft mir mal, die Planke über den Abgrund zu schieben. Und dann stellt euch alle auf das Ende da drauf. Gute Idee. Schlechte Aerodynamik, wie Noah sagen würde. Meinst du, so kann ich dich rüberwerfen? Glaube ich auch. Spotty, prima machst du das. Nein, die Planke ist zu leicht.
Nein, die Planke ist zu leicht. Nein, die Planke ist zu leicht. Rückwärtsgang. Nein, die Planke ist zu leicht. Nein, die Planke ist zu leicht. Versuch dich mal schwerer zu machen. Spotty, prima machst du das. Warte noch, wir sind hier zu leicht. Mehr Gegengewicht, Leute. Nein, die Planke ist zu leicht. Alle Götter des Gleichgewichts, haltet schützend die Hände über. Mensch. Es hat geklappt. Das geht schief. Du schaffst das, Buddy. Du musst nur richtig Anlauf nehmen. Spring ordentlich ab. Konzentrier dich auf dein Ziel. Sepa sei mit dir. Ich hab's ja gewusst. Wir müssen Spot helfen. Er ist ins Wasser gefallen. Er wird's überleben. Eilt euch! Komm, Rini, schnell! Aber Spot! Wir suchen unsere Leute zusammen. Und treffen uns am Hafen, okay? Okay. Hey, eure Leute sind mir egal. Ich will auch zu Shana. Keiner hält dich auf.
Die Kalimara müssen ziemlich sauer auf ihre Götter gewesen sein. Samuel sprach nur von einem Gott, aber hat er auch so viele verschiedene Gesichter? Einen nannte Janus den großen Gambler. Das ist wohl der Obergott. Sie hätten mal besser der falschen Königin den Kopf abschlagen sollen. Rini? Kyra! Wo seid ihr?